Oh. So, hier lang müssen wir. Dann müssen wir zur Bar und da unseren Kumpel retten, beziehungsweise den Bauern, der sich da fangen ließ. Und ihn dann opfern. Boah. Ah, Sentana. Setanta, sorry. Hatten wir auch noch nicht. Aber vielleicht. Oh, das hat mich aber ein bisschen erschreckt. Vielleicht kriegen wir den zum Aufgeben. Hoffentlich kriegen wir noch ein bisschen EP jetzt langsam. Ja. Geht. Aber meine Monster brauchen natürlich jetzt viel mehr EP als vorher, also deswegen. Ja, natürlich ein bisschen ärgerlich, aber. Also daran merkt man einfach, ich bin einfach überlevelt hier in diesem Gebiet. Und das finde ich ehrlich schade ein bisschen, dass ich hier wirklich so krass überlevelt bin. Und naja. Komm schon, geht doch auf. Kommt in mein Team, bitte. Ich glaube, ich müsste nochmal wieder mit Monstern reden, damit ich neue Quests bekomme, ne? So wie mit dem Zwerg damals. Oder mit anderen Monstern. Pixie, glaube ich, hatte auch so eine Quest. Boah, wenn ich nachher. Scheiße. Wenn ich nachher fertig bin mit der Aufnahmesession, dann werde ich mir erstmal einen richtig schönen Marmorkuchen reingönnen. Also mit Marmorkuchen könnt ihr mich ködern. Kleiner Tipp an die Mädels. Ha! Nein. Spaß. Es geht ja meistens andersherum, dass die Männer die Frauen ködern müssen. So. Na gut, dass ich nicht kochen kann. Also ich kann Nudeln kochen, das kann ich. Was ist denn das hier? Ach, ein Undead. Okay, den kriege ich ja sowieso nicht. Irgendein Haufen Dreck ist das. Also Nudeln kochen kann ich. Ein Ei braten kann ich auch. Denn komme ich langsam an meine Grenzen. Also ich habe damals, wo ich noch alleine gewohnt habe, habe ich mal auch Pommes und so weiter versucht. Aus echten Kartoffeln. Ey, das war ja eine Quälerei, mit einem scheiß normalen Messer das zu machen. Nie wieder, never ever. Da brauchst du echt so ein Schäler oder sowas. Gibt ja so eine Schäler. Und, oh Gott, ey. Hab ich mich da gequält und dann waren die nicht mal durch. Das war richtig widerlich. Oder ich habe zum Beispiel mal, wo ich, ist hier noch was? Ich gehe nochmal hier hinten gucken. Okay, der ist weg. Wo ich mal Raiden war, ne? Also, wo ich auch alleine gewohnt habe. Und wo ich auch WoW gespielt habe. War leider zum schlechten Zeitpunkt WoW gespielt. Da hätte ich weniger spielen sollen, müssen. Also, da hatte ich noch nicht diese Grenzen, sag ich. Also, naja, gut, ich habe jetzt auch keine Grenzen. Also, ich könnte jetzt Tag und Nacht spielen. Na naja, gut. Stimmt nicht ganz. Nachts muss ich ja arbeiten. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt sozusagen abhängig jetzt von dem Spiel bin. Ich spiele natürlich ganz viel von dem, also von WoW jetzt. Aber zum Beispiel die Essenszeiten halte ich ein. Oder wenn am Wochenende Kaffee gibt, also Kuchen halt, dann halte ich das auch ein. Also das hört für mich schon da so dazu, sich sozusagen so ein bisschen, ja, selbst zu disziplinieren, dass man halt wirklich so eine Pause macht. Und Domizil? Nee. Nee, 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 ich will kein Dämonen werden. Oder vielleicht doch? Das wäre. Nee, 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 jetzt wäre doof. Das wäre aber krass. Oh. Das hat ziemlich gedrückt. Ach komm. Du Sau. Ja, man muss sich halt wirklich diese Grenzen setzen, denn ist eigentlich alles in Ordnung. Ich sag mal so. Mittlerweile.
Paragon. Ja. Okay, es geht. Also es... Man darf halt einfach nicht zu viel und man muss halt auch die Pausen einhalten und auch mal was anders machen. Mache ich ja jetzt zum Beispiel derzeit. Also ich habe ja schon Bock aufzunehmen, aber ich habe irgendwie immer nie die Zeit und dann sind hier auch noch andere Leute, dann habe ich keinen Bock, wenn die da sind und so weiter. Deswegen mache ich das meistens immer dann, wenn die weg sind oder halt nicht da sind für eine Stunde oder so, dann nehme ich mal was auf, weil dann kann ich nämlich in Ruhe reden, weil ich mag das einfach nicht, wenn mir jemand zu viele Leute zuhören. Und ja, das gefällt mir einfach nicht, das ist halt einfach doof. Also das ist gut, wenn Alter, egal. Also das gefällt mir jetzt einfach nicht so. Deswegen. Achso, wir sind ja schon drüben. Ich wollte jetzt durch den Zaun durch. Aber ich bin ja schon durch den Zaun durchgelaufen. Na komm. Schade. Ey. Für 2-3 Kämpfe noch hätte ich jetzt echt nicht mein Mana-Item verschwenden sollen. Egal. Also zocken ist halt in Ordnung, aber nicht übertreiben. Es gibt ja auch ganz coole andere Hobbys. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was eure Hobbys so sind, außer halt Computerspielen. Ich habe ja eigentlich derzeit kein anderes Hobby. Ich würde ganz gerne mal Tennis spielen. Warum? Warum willst du mir was beibringen? Ich würde ja ganz gerne Tennis spielen, aber irgendwie... Soll ich Wiederbeleben mitnehmen? Nee. Very well. Aber Tennis kann man leider nicht alleine spielen. Man muss dann einen Freund haben. Und ja, Tennis hätte ich schon Bock. Vielleicht, wenn ich mal meinen Kumpel besuche, dann vielleicht kriege ich den dazu überredet, Tennis mit mir zu spielen. Wenn er Bock hat. Oder ich gehe alleine, also. Ups. Da wird ja wahrscheinlich auch Leute geben, die sozusagen keinen Partner haben oder dass da irgendein Trainer mitspielt oder so oder mit trainiert. Einfach nur so aus Spaß, wisst ihr? Ein bisschen spielen. Oder Volleyball habe ich früher auch ganz gerne gespielt. In der Klasse. Nie im Verein. Hatte ich übrigens wirklich überlegt in. Ah, scheiße. Das ist Müll, was du da gelernt hast. Hatte ich übrigens überlegt, in Berlin mir eine Gruppe zu suchen, die halt nicht zu alt sind, weil komplett alte Leute wollte ich jetzt nicht. Aber es hat sich irgendwie aus den Augen verloren. Also irgendwie habe ich dann doch nicht gesucht und dann... Also es gibt halt wirklich so Seiten. Oh Gott, sowas kenne ich doch hier schon. Also es gibt halt wirklich so Seiten und... wo man halt wirklich so Clubs suchen kann in seiner Nähe. Und das war eigentlich schon... Das war okay, also... Da hatte ich eine Gruppe gefunden, aber irgendwie habe ich mich nicht so richtig getraut, die anzuschreiben. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr den Namen. Also, von daher... Aber bei sowas halt müsst ihr euch trauen, weil sonst ändert sich ja nie was. Es ist ja genauso wie mit den Leuten, die meinen, hey, ich habe keine Freundin und so weiter, aber ich will eine Freundin haben. Ja, dann geh raus oder weiß ich, mach irgendwas und sei nicht immer zu Hause die ganze Zeit. Oh, das ist so eine Selbstreflexion gerade. Nein. Ich hätte auch derzeit, ehrlich gesagt, keine richtige Zeit für eine Freundin. Weil, also jetzt nicht wegen Computerspielen, wegen Lernen etc., sondern wegen, weil ich nachts arbeite und das ist für Beziehung scheiße, finde ich, ganz ehrlich. Also wenn die Frau, also oder wenn der Partner, der andere Partner, kann ja auch schwul sein, ne? Oder halt lesbisch, jetzt nur als Beispiel. Ist halt doof, wenn die zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten und so weiter, also. Wo geht es denn jetzt hier lang, verdammte Scheiße?
Ach so, ja. Das ist auch doof. Die Map wird nicht richtig angezeigt, ne, dass man da weiterkommt. Na egal. Ja, super. Hab schon zu viel davon. So. Goblin. Könnt mal ein Level aufsteigen hier. Ah! Alright. I'm in your hands. So kann ich natürlich die Leute auch rekrutieren. Plasma hat jetzt wieder ein bisschen mehr Mana. Das Problem mit Plasma ist, er hat wirklich wenig Mana. Also muss man schon sagen. So. Hier geht's runter. Wir gehen mal runter, sonst. Was ist das? Aha. Die Musik hat sich geändert ein bisschen. Achso, wir sind ja auch im Untergrund. War ja vorhin auch so. Hier ist irgendetwas. Ach, der ist das mit den roten. Nee. Ich mag nicht diese Entscheidung zwischen zwei Fraktionen, das mag ich überhaupt nicht. Hey, hier laufen sogar Menschen rum. What's up with this? Ja. What's up with this? Stimmt, ist ja gar keine Sonne. Da dürften doch keine Pflanzen da sein. Denn dürften auch die Menschen nicht mehr leben. Theoretisch. Weil ohne Sonne kannst du selber nicht überleben. Als Mensch. Du brauchst die Sonne. So. Okay, ich soll in den Club reingehen. Ach so, das ist ein... Ja. Ist deeper in. Alright, bring him out already. So, jetzt... Gib mir das Money. You had to come now. Das ist nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. Also die Power ist schon stärker. Ach so, wartet mal. Ah, jetzt weiß ich auch, warum die so stark ist. Die ist so stark, weil die wenig trifft. Die Hitchance ist gering. Nee. You still got... Nein, ganz. Dass meine Waffe immer noch so stark ist. You still got... Ja gut, da habe ich eine gesehen, die auf alle ging. Ist natürlich auch nicht schlecht, sowas, ne? So. Panic. Brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. So. Ja, das ist alles zum Kotzen, sowas. Ich hätte ganz gerne so ein bisschen Ausrüstung, die mir ein bisschen mehr Resist gibt. Ja, das bringt mir alles überhaupt nichts. This is real, right? Nee, unweit. So, jetzt verkaufe ich noch ein bisschen was. Ich habe ja von einigen Sachen alles voll. Zum Beispiel das hier. Das brauche ich auch nicht, das benutze ich niemals. Here. This is real. Nee, unweit. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht mehr zu sagen. Here. This is real, right? Here. This is real. Right? Aber was
was ist diese Relikt, die ich gefunden habe? Ach, die kann ich bestimmt beim Questgeber abgeben. Bei der Bar abgeben. So. Da wollte ich ja sowieso nochmal hin. Here. This is real. So. Here. This is real, right? Wir verkaufen jetzt wirklich ein bisschen mehr. Wir müssen Kohle kriegen hier. This is real, right? Ich hätte aber mittlerweile gedacht, dass wir mehr von diesen Incense hätten, aber haben wir gar nicht so viel. Here. This is real, right? So ein Summon Stone ist here. Ziemlich viel wert. This is real, right? Ah, der ist auch ziemlich mächtig. Here. This is real, so. Right? Davon verkaufen wir mal 5. Und von den Life Stones verkaufen wir auch noch ein paar. Ja, 25. Die kriegen wir ja relativ schnell wieder. Da werden wir auch 3 verkaufen. Hier haben wir auch sehr viele. Wenn wir 5 verkaufen. Hier. This is real, right? Das werden wir halten. Das auch. Nee, werden wir behalten. Okay. Bin ich sehr zufrieden damit. Noch mehr Marke? Ich hab doch schon so viel gekriegt von dir. Tut mir leid. Also ich hab ja verkauft. Du hast es ja gekauft, die ganze Scheiße. So, wir müssen erstmal ganz kurz hier nochmal gucken. Ah, ich muss hier mal an den Rand laufen eigentlich. Weil sonst übersehe ich die Tür. Ah, hier ist die. Welcome. So, was hast du denn Schönes? Maragisteine, na, nicht so geil, aber immerhin. Come again. So. Hier ist natürlich ganz viel schon wieder zum Entdecken. Ah, hier können wir doch den Weg freischalten. Das werden wir mal schnell machen. Also erstmal. Ach nee, doch nicht. Ah, hier. Hier können wir jetzt den Weg freischalten. Oh. Der Manager kickt mich raus. Okay. Das werde ich zu verhindern wissen. Bin ich jetzt zufällig schon wieder zum richtigen Club gelaufen? Das gibt's doch nicht. Kann es wirklich sein, dass ich jetzt beim richtigen Ort bin? Nee, oder? Oh Gott, ja wirklich, ey. Na gut, wir machen erstmal die Tür auf hier. Mir fehlt noch das Terminal hier. In Shibuya, wo auch die ganzen Händler sind. Hey. Ah, ja. Interessant, der hat eine Waffe. So, jetzt laufen wir bestimmt einmal rum. Okay, hier geht's hoch. Ah, sind wir auf dem Roof, sozusagen. So, mal gucken, was hier so alles liegt. Ja, kann man mitarbeiten. Ah, Kelpies. Kelpie habe ich noch nicht, glaube ich, ne? Nee. Wir müssten noch diese eine Bar da finden, die mit den ganzen Quests. Die wäre nicht schlecht eigentlich. Also da könnte ich mich wenigstens heilen. Für 100 Marker. Also 100 Marker ist ja gar nichts.
Das ist sehr. Oh shit. Also das ist sehr. Naja. Wie soll ich das ausdrücken? Sehr. Sehr anders. Nee.